Und herzlich willkommen zu Let's Play Plants vs. Zombies. Wir sind mittlerweile Level 2-1 und es ist Nacht. Das ist wieder unser Nachbar. Some puff shrooms. And as many of those as you can. Okay. Puff shroom. Potato mine. A newspaper zombie. Ja, hier ist Nacht, kriegen wir nicht so viel Sonne. Deswegen lieber günstige Pflanzen. Und dann nehmen wir noch den Snowpea. Let's rock! Was ist der Vorteil bei diesen Puffrooms? Die kosten keine Kohle. Also keine Sonne. Und fröhlich drauf lospflanzen. Bis die ersten Viecher auftauchen. Und uns die Potato mal lieber sparen können. Seine Zeitung verloren und dreht durch. Oh, haben wir schon mal zwei rein. Save of money to purchase cool stuff. Okay, hier brauchen wir noch auf jeden Fall, wenn drei Grabsteine sind. Eine Reihe Sonnenblumen kann man. Jetzt können wir schon Wald. Walnüsse pflanzen. Aber benötigen wir, glaube ich, gar nicht. Pflanzen einfach die Puffshrooms. Und you be all good. Oh, jetzt kommen wieder vier Stück gleichzeitig. Schön das Gold einsammeln und ein Freeze Pea, oder? Machen wir das gleich. Direkt eine Walnuss davor und es kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Da geht der letzte auch drauf. Jawohl, und Sunshroom. Sonnenpilz. Got a new plant. Sunshroom. Give small sun at first and normal sun later.
auf jeden Fall besser wie die Sonnenblumen. Collected 360 bucks in coins so far. Du collect 150, I'll sell you something really neato. Dann kriege ich nämlich einen Slot mehr. Und ich 750 hab. Also erstmal die Pilze wieder. Dann die Walnuss, die Pea-Shooter, Snowpea. Und die Cherry Bomb oder. Set Plants. Okay. Diese Sunshrooms wachsen mit der Zeit. Also erstmal geben die 15, glaube ich. Und dann hinterher geben sie wie normale Sonnenblumen 25. Das dauert ein paar Runden. ein paar Minuten. Die wachsen. Kosten aber auch nur halb so viel wie die Sonnenblumen und schneller, wie eben schneller Sonne. Dann machen wir erstmal hier eine Reihe. Oh, Entschuldigung. So, eine Reihe Puffshrooms und eine Reihe Sunshrooms. Sunshroom brauchen wir. Ja, dann können wir schon unseren ersten Pea-Shooter pflanzen. Dann noch eine Reihe Snowpeas, wenn es dann zeitlich reicht. Dann müsste das eigentlich passen. Ist jetzt eigentlich gleich der erste hier schon hochwachsen. Wenn mich nicht alles täuscht. Natürlich auch noch Walnüsse pflanzen, aber weiß nicht. Ja, da sind schon die ersten zwei hochgewachsen. Nicht vergessen, hier weiter unsere Puffshrooms zu pflanzen. Und gleich haben wir die erste Reihe Pea-Shooter. Sieht doch gut aus. Das sieht gut aus. Und da können wir schon unsere nächste Walnuss pflanzen. Auch wirklich recht hilfreich. So, a huge wave of zombies is approaching. Frozen Pea hätten wir anlegen können. Und ich
warte auf meine nächste Walnuss. So, eine Walnuss brauchen wir noch. Die machen wir lieber hier hinten hin. Ein bisschen übersichtlicher bleibt. 750 brauchen wir. Der erste mit Helm. Kommen. Okay. Dann hier, ne? Das war sehr gut. Das sah sehr gut aus. Wir werden nicht weit kommen. Gegen den Helm etwas. Ja. Fume Shroom. Shoots fumes that can pass through screen doors. Also Rauch. Rauchpilz. Also wir dann jetzt Level 2, 3. Hier, das sind diese Screen Door Zombies. Und da können die normalen halt nicht so gut durchschießen. Deswegen der Fume Shroom. Der Fume Shroom. Die Walnuss auf jeden Fall. Die Pea-Shooter und so wie gerade. Cherry Bomb. Ja, dafür habe ich dann den Fume Shroom. Okay. Ja, hier die Grabsteine kann man auch hinterher noch wegmachen. Den richtigen. Auch eigentlich eine Pflanze soll das, glaube ich, sein. Wenn man hier die Grabsteine wegmachen kann. Grave Digger, glaube ich. So, da hätten wir es doch schon fast verpasst. Nein! Ah, ganz knapp. Aber kostet ja nichts. So, das gleiche Spielchen wie gerade. Gibt es nur eine Welle. Möglicherweise, aber die wird dann wahrscheinlich heftig. Dann sollten wir mal zeitlich anfangen, die Fume Shrooms zu pflanzen. Walnüsse auch. Sunshrooms hier voll. Okay, eigentlich
hier kommt schon der erste greenige Typ. Machen nicht so viel Schaden, glaube ich. Alter, der Grave-Digger. Mit dem kann man die Grabsteine endlich wegmachen. Gravebuster. Planted on a grave to remove the grave. Okay. Easy. But you'll be able to choose 7 seeds per level instead of 6. Okay, natürlich. When you save up to 5,000, I'll sell you the 8-seed slot upgrade. Check you later. Das ist ein Vogel. Dann hat sie auch noch seinen Shop da. Okay, nehmen wir wieder alle Shrooms und den Gravebuster. So, dann haben wir noch 3. Was haben wir denn hier? Pole Vaulting Zombie, Screen Door Zombie und ein Conehead Zombie. Dann nehmen wir die Walnuss auf jeden Fall, den Pea-Shooter und die Sherry Bomb. Also solange man genug von den Puff Shrooms hier vorne pflanzt, kann eigentlich nicht viel passieren. Müssen ja auch erstmal gefressen werden. So, fangen wir mal an. Level 2, 4 sind wir jetzt. Ah, ich glaube, das Level spiele ich noch. Oh. Not enough Sun. Oben 4 Grabsteine hintereinander, das ist auch nicht so optimal. Muss man eigentlich gleich direkt weggraben. Den oberen. Aber noch muss das reichen. 75 brauche ich. Warum kippt der jetzt nicht um? So. Welle kommt. Schauen wir mal, dass wir das hier noch so hinkriegen. Da haben wir doch schon mal 75. Ja, da gibt es auch eine Münze für. Die Reihe ist voll. Alles klar, dann können wir jetzt eigentlich mit Fume Shrooms anfangen. Beziehungsweise. Müssen die auch mal langsam hier größer werden.
Ja, komm, komm, komm. Nicht zu glauben, er frisst mir ja meine ganzen Dinger weg. Und noch so ein Paul. Paul-Penner. Ein wenig durcheinander. So, der frisst mir hier gerade alles weg. Ich hätte aber auch nicht um noch jetzt. So. Was brauchen wir? Und wir haben erste Reihe Filmschrooms fertig. Jetzt kipp um. Mein Gott, ey. Das ist ja unglaublich, ey. So. Huge Wave of Zombies is approaching. Brauchen mehr Walnüsse, fällt mir gerade auf. Suburban Almanac. You found a Suburban Almanac. Keeps tracks of all plants and zombies you encounter. View Almanac. Almanac Index. Hier kann man sich die ganzen Pflanzen angucken. Pea-Shooter, Sunflower, Cherry Bomb, alles da. Und genauso die Zombies.
Regular Zombie, Flag Zombie, Conehead, Pole Vaulting, Buckethead, Newspaper und Screen Door. Man sieht schon, da kommt noch einiges. Aber dazu mehr in der nächsten Folge. Jetzt kommt noch Whack a Zombie. Ah, das zeige ich euch beim nächsten Mal. Furry little rodents that dig holes in your arm. Und Zombies platthauen. Und dazu in der nächsten Folge. See you next time.